Ja, hallo, mein Name ist Fabian Grenzer vom Supportnet und ich möchte euch heute mal zeigen, wie man bei den neuen Word-Versionen von 2007 und 2010 diese lästige Leerzeile zwischen den Zeilen abstellt. Um euch mal zu zeigen, was ich meine, schreibe ich hier einfach mal kurz einen Text und klicke einmal auf Return und dann kommt diese Leerzeile. Warum auch immer. Warum Microsoft das jetzt gemacht hat, ist mir völlig schleierhaft. Es nervt einfach nur, weil man keine Texte mehr schreiben kann, die man selber formatieren will, sozusagen. Man kann das alles ändern, indem man jetzt hier auf, also man markiert das alles und klickt dann auf diesen hier. Aber ich möchte das ja standardmäßig haben und umstellen lässt sich das ganz leicht. Man klickt hier auf Formatvorlagen oben im Menüband, dann auf Stil Set und dann stellt man einfach Word 2003 ein. Ab da dann immer nur eine Zeile pro Enter-Taste. Na? Genau so, wie man das haben will. So, das Ganze muss man jetzt noch speichern, als Standard festlegen. Dann gibt es das auch, wenn man eine Datei neu öffnet. Kann ich jetzt hier schreiben und einen Return machen und einfach in der nächsten Zeile weiterschreiben. Genauso leicht, wie man das einstellen kann, kann man das auch wieder zurückstellen. Hier wieder unter Formatvorlagen ändern, Stilset, Word 2010. Und als Standard machen. So, ich stelle das wieder um, weil ich möchte es natürlich unter Word 2003 haben und als Standard festlegen. Ja, das war's schon ganz kurz. Großes Ärgernis, ganz einfach erledigt. Ja, ihr könnt euch noch die anderen Videos von Supportnet anschauen oder abonniert unseren Kanal bei YouTube. Ich denke, das hilft euch ganz schnell weiter. Bis zum nächsten Mal. Drückt ihr die Windows-Taste plus die R-Taste? Gebt ein gpedit.msc und bestätigt das.